Ja, hallo Freunde, wie immer sonntags, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, ist ein bisschen windig hier, sieht man ja. Deswegen machen wir oder haben wir gemacht ein typisch norddeutsches Gericht, Lapskaus. Aber ein bisschen abgewandelt, wir machen Lapskausbällchen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Bei uns soll es heute dieses typische norddeutsche Gericht Lapskaus geben. Allerdings in einer etwas abgewandelten Variation. Was benötigen wir dafür? 500 Gramm Kartoffeln, die werden wir als Salzkartoffel kochen. 30 Gramm Schweineschmalz. Einen Bouillonwürfel. Wir nehmen dafür Rinderbouillon. 100 Gramm Gurken und 100 Gramm oder 100 Milliliter Gurkenwasser. Corned Beef, Rote Beete, Abtropfgewicht hat dieses Glas von 220 Gramm, die nehmen wir auch komplett. Pfeffer und Salz zum Würzen und Fertigkartoffelpüree. Dann benötigen wir noch etwas Weizenmehl und zwei Eier. Und zu guter Letzt noch ganz viel Frittierfett. Wie es so ist, habe ich natürlich wieder mal zwei Zutaten vergessen, und zwar zwei Zwiebeln. Unsere Kartoffeln habe ich vorbereitet, geschält, geviertelt, in einen Topf mit Salzwasser gegeben und dort dürfen sie jetzt gar kochen. In der Zwischenzeit, in der unsere Salzkartoffeln kochen, können wir schon mal die Schnibbelarbeiten erledigen. Einmal unsere beiden Zwiebeln in kleine Würfel schneiden, die 100 Gramm Gurke auch in kleine Würfel schneiden und auch die rote Beete. Ihr Lieben, auch das Corned Beef wird etwas klein geschnitten. Schmalz sind nun in einem Topf gelandet, das lassen wir schmelzen und dann kommen die Zwiebeln dazu. Unsere Zwiebeln sind nun im Topf gelandet und dürfen dünsten. Das Rote ist übrigens der Saft von der Rote Beete. Unsere Zwiebeln sind nun glasig, nun kommt unser Corned Beef dazu. Auch das Corned Beef ist im Topf gelandet, nun kommen die 100 Gramm Gurkenwasser und der Brühwürfel dazu. Das alles wird nun miteinander vermengt und dann darf das 5 Minuten köcheln. So sieht unsere Masse nach 5 Minuten aus. Jetzt kommen die klein geschnittenen Gurken und auch die rote Beete dazu. Das Ganze wird untergerührt. Dann gebe ich die gegarten Kartoffeln dazu. Die habe ich etwas beiseite gestellt und abkühlen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Kartoffeln rühre ich nun auch runter. Ich muss mal schauen. Es darf kein Kartoffelbrei werden, aber ähnlich wie Kartoffelstampf dürfen die zerkleinert werden. Unsere Kartoffeln habe ich mit so einem Kartoffelstampfer nun etwas klein gedrückt. Wie ihr seht, unsere Kartoffeln lassen sich in der Masse noch etwas erahnen. Sie sind halt nicht ganz Matschepampe geworden. Das Ganze würzen wir nun etwas mit Pfeffer. Und Salz. So, ich denke, das sollte reichen. Wir hatten ja schon den Brühwürfel mit drin. Ja, ich rühre das jetzt unter und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun rühre ich in unsere Masse noch 100 Gramm von den Kartoffelpüreeflocken. Das Trockenpulver. Das menge ich unter und dann darf das Ganze mindestens 40 Minuten kühl stehen. Wie schon erwähnt,
eine halbe Stunde, 40 Minuten darf unsere Masse abkühlen und durchziehen. Eventuell auch länger, mal sehen, wann wir weitermachen. Das Ganze ist dem geschuldet, normalerweise kommt in Lapskaus kein Kartoffelpüree-Pulver, aber wir benötigen für unsere Weiterverarbeitung eine etwas festere Konsistenz und daher denke ich, dass Kartoffelpüree-Pulver ganz gut geeignet ist. Unsere Lapskausmasse ist nun abgekühlt. Ich forme mit leicht feuchten Händen und einem großen Esslöffel voll kleine Locken. Das heißt kleine Locken, so klein sind die gar nicht. Wende das Ganze in Mehl. Meine Hand ist wieder da vorne. Das ist nicht so schlimm, aber. Dann geht das Ganze in Ei. Und danach geht das Ganze in unsere restliche Püreeflocken-Geschichte. Masse. Das ist keine Masse, das sind die Püreeflocken, die restlichen. Jo, so sollen sie aussehen. Und so machen wir jetzt weiter, beziehungsweise Anne macht weiter. Genau. Ja, ihr Lieben, 24 Stück habe ich rausbekommen aus der Masse. Jetzt darf Helmut in die Grillhütte gehen, das Frittierfett anschmeißen und das Ganze ausbacken. Ja, Freunde, unsere Fritte ist heiß. Nach und nach gebe ich jetzt unsere Lapskaus noch hinzu und brate die circa 5 Minuten, denke ich mal, mehr nicht aus. So, muss jetzt filmen und reinpacken. Ja, dann sehen wir uns später beim Tellerbild wieder. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Also diese Bällchen sind mega lecker, kann man auch, also wir hatten sowieso zu viele, kann man nebenbei noch naschen. Und ihr solltet es auch, wie wir machen, ein Rollmops dazu, Gewürzgurke, rote Beete, einfach klasse. Also man wird richtig gut satt, ja, und wenn das Stativ jetzt ein bisschen stehen bleiben würde durch den Wind, naja, ist egal. Hauptsache, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar, ein Abo unten rechts geht immer. Freuen wir uns immer drüber. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, demnächst wieder hier auf Kühnes Kochkanal. Vielleicht ohne Wind. Schönen Sonntag noch. Kühnes Kochkanal.